Hallöchen, meine Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Ich mache mal den dritten Teil von meinem Embossing-Folder-Video oder von der Reihe. Ich habe ja gesagt, ich versuche das mit dem Hello nochmal mit dem Embossing-Pulver beziehungsweise mit, na ihr wisst schon, mit dem Versamark. Das hat beides nicht wirklich toll geklappt. Wahrscheinlich habe ich unsauber gearbeitet, aber ich hatte dann auch keine Lust mehr. Also von daher muss ich mir mit dem Hello irgendwas anderes einfallen lassen mit dem Embossing-Folder. Aber es ist bestimmt möglich. Also ich meine, gibt bestimmt Leute, die das können. Ich kriege es jedenfalls nicht hin, nicht so, wie ich gerne möchte. Hier habe ich das mit Pigment Ink versucht. Das hätte ich vielleicht einfach mal doller oder doppelt oder dreifach oder wie auch immer machen müssen. Dann hat es vielleicht geklappt. Hier habe ich das, wie gesagt, mit Embossing Pulver versucht und mit Versamark. Aber ihr seht, das ist sehr unsauber. Aber es ist mit Sicherheit möglich. Andere Leute kriegen es ja auch hin. Dann habe ich Vellum. Und zwar habe ich euch ja von meinem Herzfolder erzählt, ne? Wo ich ein bisschen enttäuscht war. Auf Vellum sieht er übrigens ganz gut aus. Und ich habe versucht, in diesem Embossing-Folder mit diesen Metallic-Twin-Markern, könnt ihr das sehen so ein bisschen? Also ich habe das nur beim vereinzelten paar Herzen gemacht, weil ich wissen wollte, ob es funktioniert. Ich glaube, wenn man da Alkoholmarker nimmt, funktioniert das ganz super. Und das finde ich gar nicht verkehrt. Ich habe da ein paar mehr gemacht von, also von Pergament bzw. Vellum. Ich habe ja so ein Embossing-Folder, wo Celebrate You, Thinking of You, Sending Hugs und so weiter draufsteht. Den habe ich einmal embossed. Dann mit Blümchen. Und ich habe hier versucht, Farben in den Hintergrund zu machen. Die kommen leider nicht so richtig rüber. Das waren die. Genau, das waren die Farben hier. Die kommen da leider nicht so gut rüber. Vielleicht hätte ich das mit Pigment-Inks versuchen sollen. Das werde ich irgendwann mal machen. Und hier hatte ich Grau genommen. Kommt auch nicht so richtig rüber. Aber egal. Also ihr seht, Vellum kann man super prägen. Und wenn man da kleine Umschläge draus bastelt oder so, das war jetzt nur, um zu zeigen, wie gut das rüberkommt, ne? Dann sieht das bestimmt mega cool aus. Das zum Thema Vellum. Dann habe ich diesen Herzfolder genommen und habe damit Versamark versucht. Ist auch nicht ganz sauber, aber immerhin, wenn man das dann embosst, dann sieht man wenigstens die Herzen richtig. Den finde ich gar nicht so schlecht. Wenn er sauberer gearbeitet ist, noch viel, viel schöner, aber da werde ich definitiv noch ein bisschen rumprobieren. Und dann habe ich euch ja gesagt, ich nehme mal einen Hintergrund, den ich schon bearbeitet habe, beziehungsweise gefärbt habe. Ich hatte irgendwann mal mit Alkoholinks gematscht und mir ist der eine sehr, 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 sehr dunkel geworden, wie ihr seht. Ich habe den jetzt durch einen Embossing-Folder gejagt und ich habe auch schon angefangen, in der einen Ecke hier unten so ein bisschen abzuschaben. Das mache ich jetzt mal mit euch zusammen. Dann wird der vielleicht doch noch ganz toll. Und ihr seht, das ursprüngliche Blatt, also Alkoholinks dringen wahrscheinlich auch ein bisschen ein, aber ihr seht, wenn ich das wegrubbel, dann sieht man das Emboste. Und habe jetzt mit Absicht den Hintergrund genommen, weil das wirklich der schrecklichste war und ich da nicht sauer gewesen wäre, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert hätte. Und wie gesagt, man kriegt ihn ja so vielleicht auch noch ein bisschen heller, ne? Es tut mir leid, wenn ich hier Krach mache. So. Dann ist er vielleicht auch wieder zu verwenden für Hintergründe, ohne dass jemand einen Schock kriegt. Da habe ich diese Alkoholinks von Action ausprobiert. Ups, von Action ausprobiert. Die mit dem Glitzer drin. Ja, und wie ihr seht, ne, man sieht das Embosste richtig gut. Es glitzert jetzt sehr auf meinem Tisch. Ja, das war jetzt auch nur. Ich muss mal kurz meine Hände mit einem Tüchlein sauber machen. Moment. Das war jetzt auch nur, um euch zu zeigen, wenn ihr also irgendwas habt, wo ihr die Hintergründe selber gefärbt habt, dann könnt ihr da natürlich auch embossen und könnt dann im Prinzip oben drüber rubbeln und dann kommt im Prinzip das Blatt, also bei Alkoholinks, wie gesagt, das geht ja ein bisschen durch, kommt dann eben durch. So, das zum Thema gefärbte Hintergründe. Dann habe ich ja diese länglichen, wo ich euch gesagt habe, wenn man da so einen Rand hier, könnt ihr das gut sehen? Ja, ne? Genau. Diese länglichen, wo ich gesagt habe, wenn man da so einen Rand macht und das auf die Karte klebt, die würde ich jetzt gerne mal mit euch färben. Und zwar mit dem
Pigment Ink von meiner Oma, nachdem ich gestern festgestellt habe, wie cool die sind. Ich mache das jetzt mal hier so wie gestern mit der Blume. Ich gehe hier einfach nur ganz locker rüber. Naja, zu oft darf man nicht, dann verschmiert es. Aber ihr seht, das kann man gut färben. Dann würde ich das mit dem nächsten machen hier, mit Gelb. Das ist ein sehr helles Gelb, deshalb seht ihr das vielleicht gar nicht so. So doch, ne? Naja, also man muss da schon, bei den 3D-Embossing-Foldern geht das natürlich wesentlich besser. So, dann probieren wir das mit den Punkten mal. Das geht besser, ne? Naja, man muss eben das Ding gerade halten, ne? Auch nicht so meins. Aber wie gesagt, man kann sie einfärben. Und wir nehmen nochmal Orange für das Letzte. Da habe ich den Druck ein bisschen hoch gehabt, wie man sieht, ne? Also ihr müsst, wenn ihr euer Sandwich baut, wirklich darauf achten, dass der Druck passt, ne? Also nicht zu niedrig, nicht zu hoch, weil wenn zu hoch, seht ihr, dann wellt es. Und dann ist natürlich... So... Naja, ich glaube, wenn man da mit einem Schwämmchen rüber geht und das alles macht so, dass die Punkte in der Mitte weiß sind, ist auch okay. Das kann man sich ja alles, wie gesagt, zuschnipseln, denn dass das passt. Also das nur zum Thema, man kann färben. Und dann hat die liebe Kim mir heute gesagt, dass sie unbedingt Embossing-Folder braucht. Und ja, die kosten nicht die Welt, aber wenn ihr Stencils habt, dann könnt ihr natürlich auch mit Stencils embossen. Und ich hatte ja in meinem Adventskalender von... Scrapbook Forever. Jede Menge Stencils drin. Also ich hatte mir ja so einen Adventskalender zusammengestellt, der bestand aus 12 Sprüchen, aus 12 Stempeln, die man kolorieren kann, aus 7 Stanzen und aus 7 Stencils. Und den Stencil habe ich heute genommen und habe damit embossed. Und das ist das Ergebnis. Und wie ihr das macht, das ist eigentlich ganz einfach. Also je nachdem, welche Stanzmaschine ihr habt. Für die Sizzix, für die Big Shot oder so, gibt es, glaube ich, extra so eine Embossing-Matte. Muss man sich aber nicht kaufen, denn ich habe das Ganze, also ich habe ja, wie gesagt, diese Stanzfee und ich habe keine Embossing-Matte. Ich habe ganz normal eine Silikonbackunterlage genommen. Die ist jetzt hier ein bisschen klar, krümelig. Und zwar habe ich meine Grundplatte genommen. Dann habe ich die Ausgleichs-, da ist noch so eine Ausgleichsplatte bei. Also ich zeige euch das mal. So, das ist diese Ausgleichsplatte. Moment, muss hier ist ja alles ordentlich weggeräumt. So, das ist meine Grundplatte, auf der habe ich schon mal aus Versehen, ne? Ihr wisst schon. So, und dann, also bei meiner funktioniert das so. Grundplatte, die, dann das, dann Papier. Ich habe jetzt gerade keins, aber ich nehme jetzt mal das. Und dann im Prinzip den Stencil rauf. Stencil rauf. Und dann die obere Platte rauf. Und das Ganze dann durch die Maschine. Also bei meiner funktioniert das mit der Reihenfolge. Wie das bei euren Maschinen ist, das kann ich leider nicht sagen. Da müsst ihr euch selber ausprobieren. Aber wenn ihr keine Embossing-Matte habt, ist das, wie gesagt, nicht tragisch. Diese Backunterlagen, die gibt es bei Action, die kosten 3 Euro. Und also die halten schon was aus. Und ja, die kann man ja auch schnell abwischen. Also die habe ich benutzt und das funktioniert einwandfrei. Das als Tipp, wenn ihr keine Embossing-Folder habt, aber tolle Stencils habt, die ihr embossen wollt. Da könnt ihr nämlich auch, also rein theoretisch könnte man, Moment, ich packe das mal weg, so, diesen Stencil nehmen, draufpacken und dann könnt ihr im Prinzip das schon inken. Also, wenn ihr wollt, oder embossen, also mit Versamark und so weiter und so fort. Das finde ich jedenfalls sehr cool, weil das natürlich viele, viele Möglichkeiten gibt für alle möglichen Stencils, die man hat. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr Stanzen nehmt. Das funktioniert mit genau dem gleichen System.
Nur, dass ihr eben die Stanze oben rauflegt und dann drückt die nämlich nicht durch. Die schneidet das Papier nicht aufgrund dieser Silikonmatte. Und dann habt ihr im Prinzip eure Stanze als embossed, ne? Also geprägt. Genau, das war das. Und dann habe ich euch ja von meiner, von meinem, ja, Blümchen hier, ne? Meinem Embossing-Folder. Moment, ich muss mal, der ist glaube ich schon wieder, nee, hier ist er. Genau, von dem habe ich euch ja erzählt. Blendet nicht so doll, ne? Genau, den habe ich heute embossed. Und schaut mal, wie cool der ist. So richtig, der ist wirklich richtig doll 3D. Und ich habe ja, wie gesagt, diese Schablonen dazu. Und, also ich kann euch eins verraten. So einfach ist es natürlich nicht, weil man natürlich die passenden Schablonen finden muss, ne? Also es ist schon ein bisschen kompliziert. Also ich habe lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie es funktioniert. Ich habe einen schon koloriert. Jetzt nicht ganz sauber, aber wie gesagt, ich habe lang gebraucht, um rauszufinden, wie was funktioniert. Aber es gibt hier wirklich, ich versuche das mal, das gehört hier auf jeden Fall nach unten. Und das könnt ihr so rauflegen, dann könnt ihr euch das hier festkleben und dann mit euren Inks, was auch immer, drüber malen. Und dann nehmt ihr im Prinzip die nächste, wobei die, glaube ich, für oben ist, hier irgendwie so. Andersrum. Die muss man hier nämlich auch mal drehen und so. Genau, die gehört so rum. Genau, also so funktioniert das. Und dann kann man, also ich meine, ich habe ja auch ein Stempelset dazu, aber wenn man es embossen will und farbig haben will, dann sieht das natürlich cool aus, ne? Aber ihr könnt natürlich, weil das haben wir ja gestern gesehen, ich mache das jetzt mal mit dem Pink, weil ich das echt cool finde. Also ich war ja gestern sehr begeistert von dem, was ich gemacht habe. Ihr könnt natürlich auch einfach nur so ein bisschen rübergehen. Also bei diesen 3D-Embossing-Foldern ist das besonders cool, weil die eben wirklich sehr doll prägen. Und dann habt ihr, unabhängig davon, dass ich jetzt geschmiert habe, das dann so. Ich könnte jetzt, wie gesagt, ne, weil Pigment-Ink bleibt lange nass, könnte ich jetzt Embossing-Pulver raufmachen. Möchte ich aber nicht. Ja, so. Also, ihr seht, ich bin selber noch am Üben, Machen und Tun. Auch ich kriege nicht alles hin, so wie ich es gerne hätte. Das mit den Farben, also ich habe mich hier oben auch mit einer Schablone vertan. Die hier wiederum hat gut geklappt. Hierfür hatte ich keine Schablone, leider. Deshalb musste ich da so ein bisschen rüber und habe mich ein bisschen, aber am Ende kann ich das Ganze ausstanzen. Ich habe also auch Stanzschablonen, also die Outline-Stanzen dafür und könnte mir die rein theoretisch ausschneiden. Ich könnte sie aber auch, ne, mit der Hand ausschneiden und für eine Karte benutzen. Genau, so. Mehr kann ich euch erstmal nicht zu Embossing-Foldern sagen, außer dass ihr damit echt viel, viel Möglichkeiten habt. Und was diese Schablonen betrifft, ich habe die ja für mehrere Stempelsets. Das ist, klar, wenn man die Stempel hat, ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber das macht sau viel Spaß, so viel kann ich euch verraten. Aber es ist wirklich ein bisschen friemelig, weil man sich echt die Dinger drehen muss, also nicht nur Vorderseite, Rückseite, sondern man muss sie auch wirklich drehen, damit man da wirklich genau findet, welche wohin gehört. Aber es hat super viel Spaß gemacht und deshalb werde ich das mit Sicherheit, ich habe hier ja noch einen, den ich schon, ne, geprägt habe. Ich finde dieses Muster total cool und bin echt sehr begeistert. Aber ich habe ja, momentan ist sowieso Alte New mein Favorite, was so Stempel, Stanzen und so betrifft, weil einfach, ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Ich habe kaputte Handgelenke, also ich habe Rheuma, ich habe kaputte Handgelenke, ich kann also nicht so, wie ich gerne wollen würde, nicht immer. Und deshalb ist für mich Stempel ausschneiden echt eine Qual. Und ich liebe alles, wo es Outline-Stanzen zu gibt. Und bei Alte New gibt es eben wirklich so Kit, sage ich jetzt mal. Build a Flower heißt das zum Beispiel. Und da sind meistens die Stempel mit bei und auch die Outline-Stanzen mit bei. Kostet klar ein bisschen mehr, aber also im Dreh so um die 35 Euro bei Kreativbund und das habe ich ja wie gesagt nicht von Kreativbund, sondern von Stempeloase, weil es das bei Kreativbund nicht gab. Da gibt es noch mehrere von diesem Craft Your Life Project, die waren aber nicht in Slimline, sondern in Quadratisch und Quadratisch mag ich ja eigentlich gar nicht so, aber ich finde das toll, wenn man hier wirklich so diese Schattierung alles einzeln hat und so weiter und so fort. Aber wir kommen jetzt ab vom Thema Embossing-Folder. Genau, also ihr wisst, ne, was man mitmachen kann. Man kann kolorieren. Hier, das war jetzt nicht so ordentlich. Aber ich glaube, wenn man das wirklich mit so, wenn man da mit einem ganzen Schwamm so rüber geht und das dann hier wirklich,
ihr wisst schon, erhaben ist und dann im Prinzip besser zur Geltung kommt oder wie hier, dass die weißen Punkte in der Mitte weiterhin zu sehen sind, dann ist das schon ganz cool für so einen Kartenrand. Also ich meine, klar, hier muss da noch was rauf, aber war jetzt auch auf die Schnelle gemacht. Schön, wie gesagt, finde ich auch, dass man wirklich Stencils embossen kann bzw. prägen kann, weil ich glaube, jeder von uns hat Stencils und also ich finde das hier zum Beispiel sehr cool und würde das auch wirklich als Hintergrund benutzen. Und den hier, also die Farben sind auch sehr schön. Naja, das ist ja wie gesagt mein Miss Lungna ehemaliger Hintergrund. Aber den würde ich jetzt vielleicht auch teilweise benutzen und würde dann auf die dunklen Flächen was raufkleben. Ich weiß es noch nicht, muss mal gucken. Ja, Vellum, wie gesagt, finde ich sehr, sehr cool, dass man das prägen kann. Weil ich glaube, wenn man so ein Kärtchen hat, ich habe gerade keins hier. Immer wenn man was braucht, wisst ihr, ne? Naja, egal. Wenn man dann im Prinzip zum Beispiel eine rosane Karte hat und das dann hier so reinlegt, das sieht bestimmt cool aus. Also ich bin, was Embossing-Folder betrifft, wirklich sehr begeistert. Ja, und meine Herzschablone, wie gesagt, mit Embossing-Pulver finde ich das dann auch wieder ganz toll und schön. Und da werde ich bestimmt noch ein paar von machen. Natürlich sauberer und ordentlicher. Und was meine Hello-Schablone betrifft, naja, da werde ich mal weiter üben. Irgendwann schaffe ich das, dass das richtig ist. Und dann zeige ich euch das. Aber jetzt war es das erstmal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den letzten Tag eventuell vor der Arbeit. Ich weiß ja nicht, wie ihr so. Ich habe zum Glück noch Urlaub. Ich muss erst am 6. wieder arbeiten. Zum Glück. Aber andere von euch müssen wahrscheinlich morgen schon wieder arbeiten. Und deshalb genießt euren Tag heute noch. Auch wenn das Wetter bei uns ziemlich daneben ist. Aber Sonntag ist ein Gammeltag. Also gammelt, was das Zeug hält. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Bis dann. Tschüss.